und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Dienstag, der 27. Dezember und das bedeutet, dass das letzte 7-Tage-Lesen dieses Jahr, diesen Jahres im vollen Gange ist, was ich mir überlegt hatte. Und zwar jetzt vom 26.12. bis 1.1. gibt es das 7-Tage-Lesen zum Thema Endspurt und ganz viele von euch sind wieder dabei, worüber ich mich sehr freue. Und ja, heute ist wie gesagt schon Dienstag, gestern war der erste Tag des 7-Tage-Lesens. Aber ich bin nicht zum Film gekommen und eigentlich auch nicht zum Lesen. Das war mir aber vorher klar. Von daher war es nicht so schlimm, weil der zweite Weihnachtsfeiertag war ja gestern. Und den verbringen wir mal bei meinen Großeltern. Von daher war ich eigentlich einen Großteil des Tages nicht zu Hause. Ich musste dann im Anschluss auch noch arbeiten. Und als ich dann irgendwann endlich zu Hause war, war es 22:30. Und dann brauchte ich auch nicht mehr anfangen, irgendwie zu filmen oder zu lesen. Dazu war ich dann auch zu müde. Von daher fällt bei mir eigentlich dieser erste Tag so komplett raus. Ich habe zwar so 2-3 Seiten gelesen, aber es war echt nicht nennenswert. Viel. Ich habe mir nicht gemerkt, wie viel es war. Und ja, für mich beginnt dieses 7-Tage-Lesen deswegen eigentlich erst heute so richtig. Und ja, das Motto des 7-Tage-Lesens ist ja Endspurt. Ich dachte mir so, um nochmal Challenges zu vollenden oder, keine Ahnung, irgendein Buch zu lesen, was man unbedingt in diesem Jahr noch lesen wollte. Dazu eignet sich dieses 7-Tage-Lesen ganz gut. Und irgendwie bin ich gerade voll irritiert, weil ich das Gefühl habe, in meiner Kamera sehen gerade meine Augen voll unterschiedlich groß aus. Ist ja voll gruselig. So ist es anders. So sieht es wieder voll komisch aus. Hoffentlich sieht das hinterher nicht genauso aus. Das sieht voll schrecklich aus. Aber es kommt, glaube ich, auch irgendwie gerade vom Lichteinfall. Weil wenn ich mich so drehe... Oh Gott, ich sehe aus wie ein Nutanspiegel nachgucken. Aber meine Augen sind ganz normal. Ich weiß nicht, was hier gerade mit der Kamera los ist. Beachtet das einfach nicht. Was wollte ich sagen? Genau, gestern gearbeitet, nicht wirklich gelesen. Motto ist Endspurt und ja, mein Plan ist es einfach so viel wie möglich zu lesen und einfach noch ein bisschen Spaß beim Lesen zu haben jetzt die letzten Tage. Die richtigen Challenges, die ich hatte, habe ich eh schon vor Monaten aufgegeben, weil das irgendwie wieder nichts wurde und mir auch nicht richtig Spaß gemacht hat. Die einzige Challenge, die ich wirklich verfolgt habe, war die von Goodreads und zwar hatte ich mir vorgenommen, 100 Bücher zu lesen. Das habe ich auch schon geschafft. Von daher kann ich das auch abhaken und deswegen möchte ich die letzten Tage des Jahres einfach nur ganz entspannt lesen. Worauf ich gerade Lust habe. Mein Problem war nämlich in den letzten Tagen, dass ich Bücher hier angefangen habe. 3 Stück, die mich alle nicht fesseln konnten. Und ich habe die nach langem Überlegen, weil es mich echt genervt hat, einfach zur Seite gelegt. Halt die Lesezeichen drin, dass ich jederzeit weiterlesen kann. Aber habe sie erstmal zur Seite gelegt und mir ein anderes Buch geschnappt, um halt... ja, irgendwie wieder mehr Spaß zu haben, weil diese Bücher konnten mich in dem Moment nicht fesseln und auch wenn ich es doof fand, noch ein Buch anzufangen, habe ich es gemacht und darüber bin ich sehr froh. Ich habe nämlich angefangen, Der letzte Stern endlich zu lesen. Das habe ich schon seit Anfang des Monats vor und irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, es endlich mal anzufangen. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen deprimiert, weshalb mir das Lesen dann irgendwie nicht so viel Spaß gemacht hat wie sonst. Und seitdem ich das angefangen habe, läuft es wieder besser. Ich habe da die ersten, jetzt muss ich gucken, wo ich bin, 184 Seiten an einem Tag weggelesen. Und ich werde dieses Buch heute beenden, beziehungsweise möchte es heute beenden. Es sind etwa 200 Seiten. Das sollte zu schaffen sein. Das ist auf jeden Fall so vorerst der Plan. Wie es danach weitergeht, weiß ich nicht. Ich werde mir irgendein Buch suchen, auf das ich gerade Lust habe und... werde die angefangenen Bücher vielleicht nebenher lesen. Ich will versuchen, die alle zu beenden diese Woche. Das ist von der Seitenanzahl auf jeden Fall machbar. Die Frage ist halt, wie meine Lust ist. Aber ich will die nicht alle angefangen mit ins nächste Jahr nehmen. Das finde ich irgendwie doof, das so unabgeschlossen zu lassen. Aber ich werde auch noch gucken, dass ich 1-2 andere Bücher anfange, auf die ich halt mehr Lust habe. Und ja, mal gucken, wie sich meine Laune so entwickelt. Ansonsten... habe ich, ja, heute ist Dienstag, was wollte ich noch? Ja, der Tag startete leider viel stressig als gehofft. Ich habe heute frei und nichts zu tun und dachte, ich kann ganz entspannt ausschlafen und dann lesen, halt einen ganz entspannten Tag machen. Jetzt war es aber so, dass es ja auf der Arbeit ein Problem gab. Jetzt musste ich da, wurde ich geweckt von einem Anruf von der Arbeit, musste dann da schnell hin und so war der, startete der Tag schon komplett stressig, was ich total hasse, wenn man so aus dem Bett geworfen wird und gleich irgendwie ungeplant aufspringen muss und los muss. Und ich fühle mich echt, als hätte ich heute schon den ganzen Tag gearbeitet. Ich bin eigentlich mega müde, weil ich halt nicht so viel geschlafen habe, da der Anruf so früh kam. Und zu Tode genervt wegen dieses Problems, was es da gab, auch wenn es sich jetzt Gott sei Dank ja einigermaßen geklärt hat. Aber das hängt irgendwie noch so nach gerade und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen so nicht so gut drauf. Aber ja, ich werde da jetzt entgegenwirken. Und zwar habe ich gerade mir das Unpacking von unserem Wichteln angeguckt und schneide gerade mein Unpacking. Und damit ich das noch hochladen kann, das wollte ich eigentlich auch jetzt schon hochgeladen haben, weil ich es heute Morgen schneiden wollte, da bin ich ja nicht zugekommen.
Das habe ich jetzt gerade gemacht und jetzt nebenbei, wo das lädt, werde ich anfangen zu lesen in Der letzte Stern und freue mich da sehr drauf, da jetzt weiterzulesen. Und nebenbei werde ich ein bisschen DVD gucken und zwar habe ich zu Weihnachten die 5. und 6. Staffel Game of Thrones gekriegt und werde da jetzt die 5. Staffel weitergucken, die habe ich schon fast durch. Ich suchte diese Serie sowas, also sobald ich da neue Folgen habe, gucke ich die in eins weg und habe da jetzt noch 2 Folgen vor mir, die werde ich jetzt auf jeden Fall gucken. Und dann mal schauen, ob ich dann direkt mit der 6. Staffel weitermache. Das Problem ist halt, die habe ich dann auch total schnell weg und dann habe ich wieder nichts mehr davon. Also keine neuen Folgen und das deprimiert mich. Vor allem, wenn das Ende der Staffel fies ist. Ich weiß es ja noch nicht. Wenn das so ein fieses Ende ist, regt es mich umso mehr auf. Aber eigentlich bin ich schon neugierig und will die gucken. Ich kann die nicht ungeguckt hier liegen lassen. Das geht einfach nicht. Aber mal schauen. Ich gucke jetzt erstmal die 5. Staffel zu Ende. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf den Rest der Woche, weil das ja hier so der Einstiegsclip ist. Es wird lesetechnisch, glaube ich, eine sehr abwechslungsreiche Woche in dem Sinne, dass es mal mehr, mal weniger sein wird. Also heute werde ich wieder mehr zum Lesen kommen, gestern ja gar nicht. Morgen muss ich nachmittags arbeiten, da werde ich vor der Arbeit bestimmt zum Lesen kommen. Hinterher auch, aber es wird nicht ganz so viel sein. Donnerstag weiß ich es überhaupt nicht, weil Donnerstag habe ich Geburtstag, da kommen Gäste und vormittags bin ich auch kurz unterwegs und ich will Muffins noch backen. Ich habe nämlich zu Weihnachten noch so ein Muffins und Cupcakes Backbuch bekommen und ich möchte gerne Apfel-Zimt-Cupcakes machen, so heißen sie. Ja, die mache ich aber auch am Donnerstag eben und ich weiß auch nicht, wie lange die Gäste dann bleiben, bestimmt bis abends und von daher habe ich noch keinen Plan, wie es lesetechnisch sein wird. Da ich da morgens nicht zu komme, will ich dann abends auch noch ein Unpacking drehen, weil ich auch von 2 lieben Mit-Booktuberinnen Geburtstagsgeschenke geschickt gekriegt habe. Und da ich die halt morgens nicht auspacken kann, dafür wird mir die Zeit fehlen, werde ich das wohl abends machen, wenn die Gäste alle weg sind. Egal wie spät es dann ist, weil die stehen hier schon so lange und gucken mich an. Deswegen muss ich das auch wirklich am Donnerstag machen, sonst drehe ich durch. Ja, von daher keine Ahnung, wie der Donnerstag aussieht. Freitag habe ich insgesamt viel Zeit. Abends muss ich wieder arbeiten und Samstag ist Silvester. Da werde ich ja dann abends auch natürlich wie alle anderen Silvester feiern. Und ja, dann ist schon Sonntag und am Sonntag ist Neujahr. Das heißt, ich werde lange schlafen. Wir wollen wohl essen gehen, weil niemand Lust haben wird zu kochen. Und ja, von daher mal schauen. Ich habe keine Ahnung, wie sich das lesetechnisch entwickeln wird, wann ich wie viel filmen werde. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass ich an Silvester vielleicht mit dem Handy auch, wenn ich dann Silvester feiern bin mit der Familie, dass ich dann mit dem Handy vielleicht ein bisschen filme, aber ich weiß es auch noch nicht, ob das so klappt und keine Ahnung, dieses 7 Tage Lesen ist sowas von ungeplant bei mir, also normalerweise habe ich einen genauen Plan, dann und dann schaffst du viel, dann und dann eher nicht und hier kannst du filmen und da kannst du filmen und das musst du machen, aber diesmal ist es so unstrukturiert, das verunsichert mich irgendwie, keine Ahnung, es ist einfach die letzte Woche des Jahres, die Feiertage und Geburtstag und diese ganzen Vorbereitungen und so und was alles damit zu tun hat. Ja, mal gucken, was die Woche so bringt. Eigentlich finde ich diese letzte Dezemberwoche immer ganz schön, so wegen den ganzen Feiertagen. Von daher mal gucken. Und ja, genug gelabert. Ich werde jetzt lesen und meine Serie gucken. Und ich schätze mal, wenn die beiden Folgen zu Ende sind, ich die Staffel durch habe und vielleicht bis dahin, wenn ich Glück habe, auch so an die 100 Seiten geschafft habe in dem Buch, dann werde ich mich wieder melden. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lang diese Videos jetzt werden, da ich gestern nicht gefilmt habe und mir morgen zum Beispiel auch nicht ganz so viel filmen werde und Donnerstag wohl auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht schaffe ich es auch, mehr zu filmen. Ich habe keinen Plan. Ich werde mal gucken, überhaupt wie viele Videos das am Ende werden. Ob ich ein langes Video draus mache oder ob es doch für 2 Videos reicht oder kein Plan. Lasst euch überraschen. Und ja, jetzt lese ich aber wirklich und melde mich später wieder. Was für ein komischer Tag. Ja. Wir haben es jetzt 17:45. Ich habe die 5. Staffel beendet und oh mein Gott, diese Serie macht mich schon wieder so fertig. Man kann überhaupt nicht einschätzen, was passiert. Das macht mich so fertig und es gibt auch einfach so Stellen, wo ich so denke, das könnt ihr nicht machen. Das ist zu grausam. Das darf man im Fernsehen nicht zeigen und dann machen sie es einfach und ich raste richtig aus. Ey, das ist unglaublich. Ich werde heute Abend auf jeden Fall noch die 6. Staffel anfangen. Ich kann nicht warten. Ja, wir haben es 17:45. Ich habe zwischenzeitlich was gegessen, habe 40 Seiten oder so gelesen. Echt nicht viel. Ich habe mich so oft ablenken lassen. Ich bin auch irgendwie von unkonzentriert heute und einfach irgendwie mies drauf und habe auf nichts Lust. Und das ist so ätzend, der Tag heute. Das regt mich richtig auf. Vor allem, weil ich weiß, der Tag wäre ganz anders, wenn ich heute Morgen ganz normal ausgeschlafen hätte und nicht geweckt worden wäre. Und ja, jetzt ist meine Laune irgendwie dahin. Ich versuche mich jetzt irgendwie aufzumuntern. Ich esse jetzt erstmal einen Joghurt. Wo ist er? Da.
die Feiertage haben mein Verdauungssystem irgendwie voll durcheinander gebracht. Ich habe irgendwie, eigentlich habe ich keinen Hunger, weil ich von den letzten Tagen noch so satt gefressen bin. Aber ich habe Appetit. Aber dann weiß ich auch nicht, was ich essen soll, weil mir eigentlich alles zum Hals rauskommt im Moment, weil es einfach die letzten Tage so viel war. Es gab ja alles Mögliche zu essen an den Feiertagen. Und ja, deswegen esse ich jetzt einfach nur einen Joghurt. Vorhin gab es schöne Suppe. Ja, so viel dazu. Und ich werde jetzt nebenbei weiterlesen. Ich bin fest entschlossen, das Buch heute zu enden. Und wenn es bis Mittag noch dauert, ist mir das egal, weil ich wissen will, wie diese Trilogie jetzt ausgeht. Im Moment ist nicht wirklich ein Ende in Sicht von der Handlung her. Also, dass ich sagen könnte, okay, das wird wohl so und so ausgehen. Von daher, ja, bin ich echt gespannt und will es auf jeden Fall heute beenden. Ich esse jetzt meinen Joghurt. Nebenbei schneide ich das Unpacking zum Tauschpaket von Clary Morgenstern und mir. Das kommt morgen, genau. Donnerstag ist ein Tag Pause und Freitag gibt es mein Geburtstags-Unpacking und dann muss ich Freitag auch Videos drehen, so in etwa. Genau, und ja, das schneide ich jetzt nebenbei, beziehungsweise ich bin schon fast fertig, weil ich eben schon angefangen habe und beim Unpacking gibt es nicht viel zu schneiden. Da kann man ja nichts rausschneiden, dann fehlt ja irgendwie was, was man auspackt oder so. Und ja, mache das soweit fertig und dann lese ich wie gesagt weiter. Ich weiß noch nicht, wann ich mich wieder melde. Es gibt heute halt einfach nichts so Spannendes zu erzählen, weil es auch immer das gleiche Buch ist, was ich lese. Ich werde heute, also wenn ich das Buch wechsle, dann erst, wenn der letzte Stern halt vorbei ist. Und ich weiß nicht, wann ich das heute schaffe, das auszulesen, wie lange das noch dauert. Wenn es so weitergeht wie bisher, dauert es echt bis irgendwann heute Nacht, weil ich irgendwie mich nicht konzentrieren konnte bisher. Ich bin schon am Überlegen. Ich habe hier noch Alba und Seven ungelesen. Die Begabte, was beim Subvoting hat, gewonnen hat, habe ich auch noch nicht anfangen können. Da liegen auch noch die Weihnachtsbücher. Die kann ich jetzt im Prinzip wieder in mein Regal stellen. Also ich hatte das eine angelesen. Es konnte mich überhaupt nicht ansprechen. Also es hat mich überhaupt nicht angesprochen an Heiligabend, wo ich angefangen habe, es zu lesen. Heiligabend war ich sowieso auch so lesemäßig. Ging es irgendwie gar nicht, weil ich so aufgekratzt war, weil Heiligabend war. Ja, aber ich habe das auf jeden Fall angelesen und es hat mich so gar nicht angesprochen, auch vom Stil her irgendwie. Und ja, ich bin dann auch irgendwie nicht wirklich zum Lesen gekommen an den Feiertagen. Von daher habe ich die geplanten Weihnachtsbücher nicht lesen können. Die kann ich wieder ins Regal stellen. Ich hebe sie mir auch fürs nächste Jahr. Vielleicht geht es dann besser. Sind jetzt auch nicht so mega Geschichten, wo man denkt, okay, die muss man jetzt unbedingt sofort lesen. Ich wollte sie halt lesen, weil sie gut in die Weihnachtszeit passen. Und vom Klapptext eigentlich ganz interessant klang, aber es ist auch nicht so schade, wenn die halt noch nie auf dem Sub liegen. Von daher stelle ich die wohl einfach wieder zurück und dann hätte ich noch Furchtlose Liebe von Alexandra Bracken und Spinnenkuss von Jennifer Estep. Das sind so die vier Bücher dann, die ich noch nicht angefangen habe. Und ja, das Schiff des Theseus, das habe ich auch erstmal wieder zur Seite gelegt, weil irgendwie war dafür auch nicht der richtige Zeitpunkt da. Ich habe es dauernd im Blick und denke irgendwie, irgendwann kommt schon der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist der richtige Zeitpunkt auch erst im Januar oder im Februar, wenn die Semesterferien anfangen. Ich weiß es nur nicht. Aber ich habe es fest im Blick und dann wird es auch das versprochene Lesetagebuch dazu geben. Aber ja, im Moment war es irgendwie noch nicht so. Ja, aber das sind auf jeden Fall die vier Bücher, unter denen ich nachher wählen werde, wenn der letzte Stern beendet ist. Ich überlege, die Begabte anzufangen, weil das Buch vom Subvoting war, aber richtig Lust hätte ich eher auf Spinnenkuss oder Furchtlose Liebe. Ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich ja noch die drei angefangenen hier. Also, das wird eine fröhliche Leserei hier diese Woche. Total chaotisch, ich weiß nicht, was im Moment los ist. Naja, ja, so viel erstmal dazu. Ich mache das Video fertig, esse meinen Joghurt und lese und melde mich dann irgendwann später, ich weiß noch nicht wann, nochmal wieder. Ja, ihr seht es, wir haben nicht mehr Dienstag, heute ist tatsächlich Mittwoch und es ist tatsächlich schon 21 Uhr. Oh, ja, irgendwie ist dieses Mal beim 7-Tage-Lesen echt der Wurm drin. Ich habe gestern nichts mehr gefilmt, weil ich hatte einen Grund, ich glaube, ich war zu müde, als es dann so war. Ich habe halt der letzte Stern auch leider nicht beendet. Mein Plan war ja gewesen, mich zu melden, wenn ich das Buch beendet habe, weil ich dann schon das nächste Buch auswählen wollte. Ja, ich habe es nicht beendet, ich muss mal gucken, wie weit ich gekommen bin.
266, das heißt, ich habe jetzt noch 120 Seiten vor mir. Die möchte ich heute auf jeden Fall schaffen, auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe das gestern schon gesagt, aber gestern, ich habe mich so viel wieder ablenken lassen und ich war wirklich todmüde gestern. Ich weiß gar nicht warum, aber ich war schon um 9 so mega müde. Da habe ich mich schon gequält, wach zu bleiben und ja, keine Ahnung. Heute habe ich dann lange geschlafen, weil ich ja gestern Abend so müde war. Dann bin ich, nachdem ich so aufgestanden war und so, direkt zum Einkaufen. Ich wollte eigentlich vorm Einkaufen für euch was filmen und euch kurz erzählen, was gestern noch so war, lesetechnisch, aber ich habe es dann vergessen. Dann waren wir beim Einkaufen, dann fiel es mir ein und dachte ich mir auch so, toll, hast es vergessen. Und ja, ich habe halt für meinen Geburtstag morgen eingekauft, was wir morgen so essen wollen abends. Und wir machen mal so ein paar, also viele Kleinigkeiten, so schöne Häppchen und so viel, weil wir ja Gäste kriegen. Wir sind nur 9 Leute, aber also wir machen jetzt nichts Riesiges, aber halt so ein paar schöne kleine Häppchen. Und nachdem ich dann das eingekauft hatte, habe ich mir eigentlich nur noch was zu essen gemacht, eine Kleinigkeit, und bin zur Arbeit. Und da war ich bis eben. Ich bin jetzt eine Stunde, noch nicht mal, 3/4 Stunde zu Hause, habe jetzt noch mal was Richtiges gegessen. Vor der Arbeit esse ich immer nur eine Kleinigkeit. Und ja, konnte zu Fuß nach Hause. Normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad, aber irgendein unnetter Mensch hat mir den hinteren Fahrradreifen kaputt gemacht. Der war platt wie, ja, war wirklich kein Zentimeter Luft mehr drin, also wirklich total platt. Und da sind ja auch diese Reflektoren an den Speichen, ich weiß nicht, wie die heißen, die so an den Speichen dranhängen. Die wurden mir auch abgetreten, also irgendjemand hat sich in meinem Fahrrad zu schaffen gemacht. Ich konnte jetzt im Dunkeln nicht erkennen, was am Reifen kaputt ist. Vielleicht wurde das Ventil geklaut oder so, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt im Dunkeln nicht nachgeguckt, ich hatte auch keinen Bock mehr. Und konnte das Fahrrad halt nach Hause schieben und zu Fuß laufen. Und ja, jetzt bin ich gut bedient. Ich versuche mir davon nicht die Laune kaputt zu machen zu lassen, sondern das erstmal zu vergessen. Und das Fahrrad brauche ich erst übermorgen wieder. Da kann ich mir notfalls auch ein anderes leihen oder ich fahre halt mal ausnahmsweise mit dem Taxi nach Hause hinterher. Weil es ist halt, ich muss da wirklich durch eine dunkle und, ja, ich sag mal nicht allzu sichere Gegend. Und da fühle ich mich mit dem Fahrrad immer besser. Wenn das nicht geht, am Freitag werde ich mir wohl für den Rückweg ein Taxi rufen. Ich muss mal schauen. Naja, so viel zu meinem heutigen Tag. Es war wirklich keine Zeit zu lesen. Es war keine Zeit wirklich zu filmen. Ich hätte euch sowieso nicht viel erzählen können. Ich finde es sehr schade. Ich mag diese 7 Tage lesen sehr gerne. Nicht nur wegen dem Lesen, sondern auch wegen dem Film. Ich filme ja gerne so Follow My Days und sowas. Und nehme mir da im 7 Tage lesen gerne Zeit zu. Aber diesmal hat es bisher noch nicht so geklappt. Ich hoffe, es ändert sich ab morgen. Morgen habe ich zwar Geburtstag, aber ich werde mich trotz allem, was morgen ansteht, bemühen, etwas mehr für euch zu filmen. Und vielleicht ein paar schöne Eindrücke für euch zu sammeln und dann mal gucken, wie es die nächsten Tage weitergeht. Habe ich was vergessen? Glaube nicht. Ich lade gerade das Unpacking zum Tauschpaket hoch. Das hatte ich vorbereitet, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Und dann lädt das ja eigentlich allein vor sich hin, aber irgendwie ist mein Laptop ausgegangen, um Updates zu machen oder sonst was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es deswegen noch nicht fertig bis jetzt und jetzt verarbeitet das gerade. Es kommt jeden Moment online. Dann muss ich noch ein Video schneiden heute Abend. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe für morgen kein Video, was mir komisch vorkam, weil ich sicher war, ich hatte eins eingeplant. Und dann habe ich vorhin, als ich das Unpacking geschnitten habe, gemerkt, dass ich noch mein Sub-Update habe, was ich euch noch gar nicht hochgeladen habe. Das letzte für dieses Jahr. Und ja, das kommt dann morgen. Das muss ich halt noch schneiden. Das ist Gott sei Dank nicht so viel, was man schneiden muss. Von daher geht das. Aber ansonsten werde ich mich dem Lesen widmen und ja, der letzte Stern beenden heute Abend. Und ich hoffe, dass ich es schaffe. 120 Seiten sind eigentlich durchaus machbar. Und wenn ich diese 120 Seiten gelesen habe, ich werde auch länger wach bleiben. Ich mag das immer, wenn ich Geburtstag habe und am Tag vorher halt so lange wach bleibe, bis es 0 Uhr ist und dann so praktisch den Start meines Geburtstags mitkriege. Das finde ich immer voll lustig. Keine Ahnung warum, ist einfach so und deswegen mache ich das eigentlich seit Jahren, dass ich wirklich, egal wie früh ich am nächsten Morgen raus muss, bis 0 Uhr wach bleibe und praktisch so den Beginn meines Geburtstags mitkriege. Und dadurch, dass meistens in der Zeit ja Ferien waren, früher immer und letztes Jahr hatte ich um die Zeit Urlaub. Ich glaube, davor das Jahr hatte ich frei an meinem Geburtstag und von daher hat das immer geklappt die letzten Jahre. Und das habe ich mir so angewöhnt, von daher denke ich mal, schaffe ich das auch. Es wurde jetzt zum Ende hin auch sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wenn ich das Buch beendet habe, melde ich mich nochmal und zeige euch die 4 Bücher nochmal, die zur Auswahl stehen und versuche mich für eins davon zu entscheiden, was ich dann spätestens morgen Abend anfangen würde. Und ja, ich glaube, das war es erstmal für heute. Eine kleine Zusammenfassung meines Tages. Ich lese jetzt und ich
versuche und hoffe, dass ich es schaffe, mich nachher, bevor ich schlafen gehe, nochmal zu melden. Donnerstag angekommen. Ja, gestern Abend habe ich nicht mehr gefilmt. Ich wollte ja eigentlich noch mal was für euch filmen. Wenn ich das Buch beendet habe, ich habe es immer noch nicht beendet. Es fehlen aber nur noch so 30 Seiten oder so. Ich war echt zu müde und habe mich irgendwie schon 10 Seiten lang gequält, sage ich mal, totenmüde. Und dann dachte ich, okay, das macht keinen Sinn. Das liest du morgen. Es sind auch nur 30 Seiten. Das schaffe ich also hundertprozentig. Und ja, von da habe ich gestern nichts mehr gefilmt. Und heute bin ich, wie ich es mir schon gedacht habe, auch nicht zum Film gekommen, weil heute ja mein Geburtstag ist. Und ich war eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Ich bin aufgestanden, dann habe ich direkt also gefrühstückt, dann habe ich noch Cupcakes gebacken und bin, während die im Ofen waren, mein Bruder hat darauf aufgepasst, bin ich mit meinem Vater losgefahren für Silvester einkaufen, so Raketen und sowas. Das ist bei uns mittlerweile Tradition, dass wir das an meinem Geburtstag zusammen machen. Und als ich wieder da war, habe ich die Cupcakes verziert, dann habe ich für abends so Käsepika vorbereitet und habe den Tisch vorbereitet für die Gäste und solche Sachen und hatte nicht wirklich Luft, irgendwas zu machen. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist das Unpacking zu meinen Geburtstagsgeschenken zu drehen, was ihr zu diesem Zeitpunkt eventuell sogar schon gesehen habt. Ja, aber es war sonst nicht wirklich eine Minute Zeit, irgendwie vernünftig was für euch zu filmen. Was ich sehr schade finde, ich meine, ich habe es mir vorher gedacht, dass das in diesen 7-Tage-Lesen so sein wird, aber ich finde es trotzdem schade, weil, ja, ich habe bisher voll wenig gefilmt und es ist schon Tag 4. Ich hoffe, es wird jetzt die nächsten 3 Tage vielleicht ein bisschen anders, weil eigentlich habe ich in den nächsten 3 Tagen mehr Zeit. Aber, ja, wer weiß. Irgendwie ist es in diesem 7-Tage-Lesen total komisch. Ja, ich habe heute Geburtstag. Es ist jetzt, Moment, 8:30 oder so? Oh Gott, es ist sogar schon 21 Uhr, voll schlimm. Ja, ich dachte, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich heute so geschenkt bekommen habe. So... Ja, vielleicht interessiert euch das ja, wenn nicht, dürft ihr vorspulen, habe ich auch nichts gegen. Ja, ich habe erstmal bekommen, oh, ich muss es näher ranholen. Also die Sachen, die ich von Jessie und Clary bekommen habe, zeige ich euch jetzt nicht, weil es dazu, wie gesagt, ein Unpacking geben wird. Aber den Rest, den ich so von meiner Familie bekommen habe, zeige ich. Ich kriege sogar noch ein Geburtstagsgeschenk, das ist irgendwie nicht rechtzeitig angekommen. Das werde ich an Silvester wahrscheinlich bekommen. Von meiner Tante habe ich erstmal das hier bekommen. So sieht's aus. Das hier unten ist ein Gutschein von dem Buchladen aus unserer Stadt. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, welcher Wert, aber Buchgutschein ist sowieso schon mal cool. Und das hier vorne ist, was muss ich mal gucken, Bodylotion und ich glaube so ein Duschöl ist das andere. Watte? Was für Watte? Da steht irgendwas von Watte. Ich wollte es noch nicht aufmachen, weil es so schön verpackt ist. Watte? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist Duschöl und Bodylotion halt. Total süß, finde ich. Und ja, mit dieser wunderschönen Feder verpackt, total niedlich. Das habe ich von meiner Tante bekommen. Dann habe ich von meiner Oma bekommen eine Riesenpackung Raffaello, hoch so rum. Worüber ich mich sowieso freue, weil die mega lecker sind, auch weil sie jetzt im Winter nicht ganz so gut passen. Aber ich finde sie trotzdem toll. Und jetzt, was machen meine Haare hier? Dann habe ich einen Gutschein nochmal bekommen für unseren Modepark Rulta, den wir hier haben. Habe ich mir gewünscht, weil ich dringend neue Rosen brauche und dachte... Hast Geburtstag, wünschte dir einen Gutschein, dann hast du eine Hose schon mal sicher abgedeckt. Und ich bin echt am Überlegen, morgen in die Stadt zu gehen und beide Gutscheine einzulösen. Weiß ich noch nicht, ob ich es wirklich mache oder ob ich mir das doch noch ein bisschen aufhebe für nächste Woche oder so. Also Gutscheine überleben bei mir nie lange. Ich muss die immer gleich einlösen irgendwie. Aber ja, weiß ich noch nicht, ob ich das direkt morgen mache. Mal schauen.
Ja, dann habe ich bekommen eine CD, die ich mir gewünscht habe, und zwar die neue von Robbie Williams. Ich kenne 3 Lieder davon schon, die auf der CD sind, und dachte, das ist eine gute Ausgangslage bei, was sind drauf, 11 Lieder insgesamt. Und es gibt viele Lieder von Robbie Williams, die ich mag, und von daher dachte ich, wünsche ich mir mal seine neue CD. Die haben wir eben auch nebenbei schon gehört, die ist wirklich gut. Dann habe ich bekommen die 7. Staffel von Castle. Die Serie gucke ich auch total gerne. Bis Staffel 6 habe ich alle schon. Und ab Staffel 7 war das auch irgendwie, dass ich nicht mehr jede Folge gucken konnte. Ich glaube, ich habe voll viele Folgen verpasst, weil ich arbeiten musste oder sowas. Von daher bin ich ganz froh, die jetzt auf DVD zu haben und da weiter gucken zu können, weil ich einige Folgen davon halt auch sicher noch nicht kenne. Und ja, da freue ich mich sehr drüber. Dann habe ich 2 Bücher bekommen. Beziehungsweise eigentlich sind es 3, aber ja, seht ihr gleich, was mit dem 3. Buch ist. Von meinem einen Bruder habe ich After Forever bekommen von Anna Todd. Und jetzt muss ich glatt nochmal gucken. Ja, ich war mir echt vorhin, als ich es in der Hand hatte, nicht sicher, ob ich Teil 3 schon gelesen habe. Also ich weiß, dass ich ihn besitze, aber ich habe echt überlegt, ob ich ihn schon gelesen habe. Weil ich so dachte, oh, dann kannst du jetzt weiterlesen. Und im nächsten Moment dachte ich, Moment, habe ich Teil 3 überhaupt schon gelesen? Aber doch, ich habe ihn schon gelesen. Das fiel mir dann auch im Nachhinein wieder an, als ich die Handlung so in meinem Kopf rekonstruiert habe. Und ja, das ist der 4. und letzte Band. Das heißt, ich kann die Reihe jetzt beenden. Mal gucken, wann ich den lesen werde. Im Moment habe ich noch nicht wieder ganz so viel Lust auf die Geschichte. Also bei mir war das bisher nach jedem Band so, dass ich erstmal eine Pause brauche für so 1-2 Monate, bis ich wieder richtig Lust drauf hatte, weil die Bücher ja doch etwas anstrengend sind, weil da immer dieses Hin und Her ist zwischen Tessa und Hardin. Und der 3. Band war wirklich zwischenzeitlich sehr, sehr anstrengend. Er war auch sehr lang. Er ist das dickste, glaube ich, aus der Reihe. Und ja, vielleicht so im Frühling. Da passt das, denke ich mal, auch ganz gut. Ja, aber vielleicht bin ich auch vorher schon neugierig. Mal schauen. Also jetzt, wo ich es in der Hand halte, denke ich mir schon so, eigentlich will ich es lesen. Ich will die Reihe auch abschließen können eigentlich. Endlich wissen, wie es ausgeht, aber mal gucken, vielleicht warte ich auch noch. Vielleicht im Januar, vielleicht aber auch erst im Frühling. Ich weiß es noch nicht. Ich hadere noch so ein bisschen mit mir, weil ich weiß, dass mich dieses Buch, es wird mir gefallen, aber es wird mich auch wieder aufregen, wie die Vorgänger auch. Und dafür muss ich echt in der passenden Stimmung sein. Ja, dann habe ich geschenkt bekommen von meinem anderen Bruder ein Meer aus Tinte und Gold. Ich wusste vorhin nicht mehr, wie das Buch heißt. Also ich habe dann in irgendeiner Gruppe geschrieben, welche Bücher ich geschenkt bekommen habe. Und hatte das Buch schon nach oben in mein Zimmer gebracht. Und dann saß ich da und dachte, wie hieß das denn nochmal? Aber ich wusste noch, es ist Gold. Naja, egal. Das ist vor kurzem erst erschienen. Da geht es irgendwie um, ich muss mal gucken, Sophia, die mit ihrer Tante ums Überleben kämpft. Die Tante wird entführt und das Einzige, was ihr irgendwie bei der Rettung helfen kann, ist ein Buch. Aber in der Welt, in der sie lebt, sind Bücher total nutzlose Gegenstände. Niemand kann irgendwie lesen und etwas mit Büchern anfangen, und ja, sie muss dann halt dieses Geheimnis des Buchs entdecken und fühlt aber auch irgendwie eine magische Verbundenheit zu dem Buch oder so. Klingt auf jeden Fall total spannend und ist auch einfach total hübsch. Leider habe ich mittlerweile mitgekriegt, dass das Buch vielleicht gar nicht so toll sein soll. Ich habe auf jeden Fall einige, ja, eher durchwachsene Meinungen schon gehört, aber ich lasse mich da überraschen und mache mir mein eigenes Bild. Es sieht auf jeden Fall schon mal wunderschön im Bücherregal aus und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und ja, das 3. Buch, was ich bekommen habe, ist halt kein Buch so zum Lesen an sich, sondern, ich zeige es euch, das ist dieses hier, Sally's Classics, und das ist ein Backbuch. Ja, wenn ihr selbst gern backt, habt ihr die liebe Sally vielleicht hier auf YouTube selbst schon entdeckt. Sie hat einen wunderschönen Kanal, wo sie total geniale Backvideos hochlädt. Und ich habe schon viele davon, von den Rezepten nachgebacken und wollte deswegen unbedingt ihr Backbuch haben, ihr neues. Und ich habe da schon ein bisschen drum rumgeblättert. Es ist so schön gemacht. Sie hat da so ein Video zu gedreht, auch dass sie das halt alles selbst plant, die Druckerei selbst auswählt, dass das alles aus Deutschland kommt, dass sie halt ganz viel das Layout und alles noch selbst kontrolliert. Und das steckt halt total viel Arbeit drin in dem Buch. Und das, man sieht das auch, wenn man reinguckt. Das ist total schön. Es sind aber halt auch wunderbare Rezepte drin. Und ich freue mich schon darauf, die nachzubacken. Ich backe ja wirklich mittlerweile unheimlich gerne. Wann hat das angefangen? Vor 2 Jahren oder so. Habe ich mal spontan für eine Hochzeit, war das die goldene Hochzeit? Nee, ich glaube, das war vorher schon. Für irgendeine Feier habe ich mir halt einen ganz besonderen Kuchen rausgesucht und dachte, okay, das kriegst du schon irgendwie hin, auch wenn du vorher noch nie so oft gebacken hast. Und es hat tatsächlich geklappt. Ich weiß nicht mehr, was für ein Kuchen es war. Auf jeden Fall hat es mir total Spaß gemacht und das war auch ein Rezept von der lieben Sally, glaube ich. Und seitdem backe ich eigentlich zu jedem Anlass, der sich so bietet, oder auch mal zwischendurch, total gerne. Und ja, für mich ist dieses Buch auf jeden Fall ein Highlight-Geschenk und ich freue mich da sehr drüber. Ja, war's das? Ich muss mal kurz gucken. Das kommt im Unpacking. Achso, ich habe dann noch
eine kleine Sektflasche gekriegt. Ich trinke eigentlich keinen Sekt, aber ich habe gesagt, ich nehme die Silvester mit. Das ist so ziemlich der einzige Anlass, wo ich Sekt trinke und dann teile ich die mir mit irgendwem zum Anstoßen auf der Silvesterfeier. Ich feiere mit meiner Familie Silvester. Und dann habe ich noch Blumen gekriegt. Ich zeige sie euch. Wunderschöne Blumen. Seht ihr sie so? Und mir ist gerade was sehr Doofes passiert. Ich habe die erstmal auf den Fußboden gestellt, weil ich nicht wusste, wohin damit. Weil ich nicht wirklich Platz habe. Und dann bin ich dagegen gestoßen und das ganze Wasser hat sich über meinem wunderschönen Holzfußboden verteilt. Ich habe jetzt erstmal überall Handtücher hingeworfen und hoffe, dass sie das einigermaßen gut aufsaugen. Total ärgerlich. Kann aber auch nur mir passieren, sowas. Also richtig dumm. Naja, das waren so meine Geschenke. Die anderen, wie gesagt, seht ihr im Unpacking. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich das alles irgendwie verstauen kann. Ich habe auch meine Weihnachtsgeschenke noch hier, die Bücher, die ich irgendwie im Regal verstauen muss. Und die mittlerweile so Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke zusammen nehmen mittlerweile sehr viel Platz weg, sodass ich jetzt gucke, dass ich das alles einsortiere, mir Platz mache und dann werde ich anfangen zu lesen. Und denke, bevor es ans Lesen geht, melde ich mich bestimmt nochmal. Zeige euch vielleicht, wie ich es geschafft habe, irgendwie meine Bücher einzuordnen. Und ja, dann geht es ja noch an die Buchauswahl. Ich werde gleich ein Foto in der Facebook-Gruppe zum 7-Tage-Lesen posten. Da dürft ihr, beziehungsweise wenn ihr es gesehen habt, durftet ihr ja dann abstimmen, welches Buch ich als nächstes lese. Und 4 stehen zur Auswahl. Die werde ich gleich erstmal posten und dann kann ich euch ja nachher erzählen, welches Buch es letztendlich geworden ist. Und ja, ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, wie gesagt, ab morgen wird es besser. Ich bin am Überlegen, dass ich das Video nach dem heutigen Tag beende. Das müssten dann auch schon so eine halbe Stunde vielleicht sein. Das reicht ja für ein Video. Dann habe ich Tag 1 bis 4 und dann mache ich die letzten 3 Tage. Da werde ich, denke ich, wirklich mehr Zeit haben zum Filmen. Weil morgen steht eigentlich nichts an, außer abends arbeiten. Aber wie gesagt, erst abends. Silvester ist auch erst abends die Feier. Da habe ich vorher auch Zeit und da habe ich eigentlich auch vor, viel zu lesen. Und Neujahr startet zwar erst mittags, aber läuft bis abends, sage ich mal. Und da habe ich auch nichts vor, außer dass wir halt essen gehen wollen, weil niemand kochen möchte an Neujahr. Und von daher habe ich da mehr Zeit. Von daher denke ich, dass ich das Video nach dem heutigen Tag eventuell stoppe und dann die anderen 3 Tage in einem extra Video mache. So, mal schauen, ob das so klappt. Ich räume jetzt erstmal irgendwie meine Geschenke ein und dann melde ich mich nochmal. So, wir haben es jetzt kurz nach 23 Uhr und ich habe gerade Der letzte Stern beendet. Es waren doch noch 50 Seiten, die ich lesen musste, in Anführungszeichen, also die noch übrig waren. Und ja, ich fand auch den dritten Teil sehr gut. Ich mag den Schreibstil dieser Trilogie sehr gerne. Er ist halt außergewöhnlich, gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten finde ich ihn wirklich total toll. Ich fand auch die Geschichte jetzt im dritten Band weiterhin gut, sehr, sehr spannend, aus mehreren Perspektiven erzählt, aber in einer Dosis und Aufteilung, in der es noch gut ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich fand das Ende, also wie diese ganze Geschichte letztendlich ausgegangen ist, es passt zur Geschichte, es ist genauso düster wie die gesamte Geschichte. Es macht an vielerlei Stellen Sinn, es hat auch irgendwo was Schönes, aber insgesamt ist es halt doch ein sehr düsteres Ende. Und ja, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Und es war auch an der einen Stelle nochmal so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht irgendwie. Ja, nichtsdestotrotz hat mir das Buch ganz gut gefallen. Ich hadere noch ein bisschen mit mir, wie ich es bewerten soll. Ich schwanke so zwischen 3 und 4 Sternen, beziehungsweise 3,5 und 4 sind es wohl eher. Aber ich kann mich noch nicht entscheiden. Das überlege ich mir nochmal in Ruhe. Muss ich ja jetzt auch nicht sofort entscheiden. Dazu wird es auch noch eine Rezension ja dann geben. Und ja, jetzt konntet ihr ja abstimmen. Ich zeige mich übrigens gerade nicht, weil ich schon so voll im Schlafmodus eigentlich bin, auch wenn ich noch ein bisschen lese. Aber ich bin schon so schlaffertig gemacht, wie ihr in meiner wunderschönen Mickey-Maus-Jogginghose sehen könnt. Ihr konntet auf Facebook abstimmen, welches Buch ich als nächstes lese von den 4, die noch übrig sind. Und zur Auswahl standen standen halt 4 Stück. Und die Begabte und Elba und Seven hatten Gleichstand am Ende. Und ich habe mich letztendlich für Elba und Seven entschieden, weil das Buch von den beiden halt ist, was mich im Moment mehr anspricht. Und zudem ist es das Buch, was weniger Seiten hat, sodass ich es vielleicht, ganz, ganz vielleicht, bis Neujahr noch ausgelesen kriege. Wer weiß.
Und ja, ich denke mal, das wird das letzte Buch sein, was ich in diesem Jahr anfange, weil ich halt auch, ja, erstmal ist das Jahr nur noch 2 Tage. Und dann habe ich ja noch 3 angefangene Bücher hier liegen, die ich auch noch irgendwie beenden muss, die ich ja erstmal zur Seite gelegt hatte. Und ja, alle Bücher, die ich im Dezember jetzt dann nicht geschafft habe, es fehlen dann noch 3 von der To-Read-List. Nee, 4 sind sogar. Das eine habe ich nur schon wieder zurückgestellt. Ja, 4, die werde ich mit in den Januar nehmen und versuchen da zu lesen, weil ich halt auf jedes Buch wirklich Lust habe. Jetzt lese ich erstmal Elban Seven. Ich habe eben schon die ersten Seiten gelesen. Ich bin schon auf Seite 11. Juhu. Mal gucken, wie weit ich da heute noch komme. Wir haben es jetzt ja, was habe ich gesagt, kurz nach 23 Uhr. Also eine Stunde bin ich auf jeden Fall noch wach. Die Frage ist halt einfach, wie lange meine Konzentration jetzt anhält. Läuft Castle, die 7. Staffel. Und ja, das war es erstmal fürs Erste. Für den Fall, dass ich mich nicht mehr melde, endet dieses Video jetzt an dieser Stelle, weil ich, wie gesagt, ja, jetzt nach diesen 4 Tagen Schluss mache, weil damit das Video nicht zu lang wird. Ich denke, wir haben jetzt so eine gute halbe Stunde schon zusammen an Videomaterial, das reicht für ein Video. Und die anderen 3 Tage, die noch folgen, gibt es dann im nächsten Video. Und von daher sage ich sicherheitshalber schon mal Tschüss und bis zum nächsten Video.